Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier in der Höhle immer noch bei Minecraft in der 1.20 natürlich. Genau, und wir haben ja in der letzten Folge hier ein bisschen Obsidian abgebaut, wir haben ein paar Diamanten gefunden und so einiges mehr. Wir haben 15 mal Schwarzpulver bekommen, 10 Eisen erst und ein bisschen Gold. Aber wir gehen jetzt langsam wieder in Richtung nach oben. Und ich möchte ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen Stein sammeln. Ne? Wir haben ja gar keinen Bruchstein mehr. Und von daher wäre das ganz gut, wenn ich da noch ein bisschen was finde. Genau. So, die Spitzhacke tue ich erstmal hier rein und dann nehme ich mir die Axt hier hin. Gut, die Gesellen, die lassen wir da hinten mal da, wo sie sind. Ich glaube, da geht es auch erstmal nicht weiter. Jedenfalls nicht sichtbar. Von hier aus. Genau. Wir machen uns langsam wieder in Richtung nach oben. Vielleicht sehen wir ja auf dem Rückweg noch ein paar Diamanten irgendwo schimmern. Und ansonsten werde ich ein Stück weiter oben noch ein bisschen Bruchstein abbauen. Und vielleicht Eisen finden und genau. Ja. Und Kohle halt, ne? Wo sind denn die? Sind die über uns? Könnte möglich sein, ne? Ja, vielleicht könnte man noch mal kurz in die Richtung dort gucken. Da ist ja jede Menge Lava. Wenn wir da nicht viel Ausleuchten brauchen, da können wir ja da noch mal gucken, ne? So, kann ich hier gleich mal was loswerden? Guck mal hier, das brauchen wir nicht unbedingt. Den Andesit, den einen, den brauchen wir auch nicht unbedingt, genauso wie den Tuffstein. So. Genau. Naja, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Ein bisschen hatte ich ja hier schon ausgeleuchtet. Ah, guck mal da. Gucke mal da, was wir da haben. Sehr gut. Ja, viel Pfeile werden wir nicht mehr haben. Aber für die Gesellen reichen sie noch. Spinnst du oder was? Hau ab. So, die Diamanten nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das wäre ja blöd, wenn wir die hier lassen. Bauen uns mal ringsherum frei. Nicht, dass irgendwas in die Lava fällt. Das wäre auch schade. Ja, scheint auch bloß der eine zu sein, wa? Diagonal noch irgendwas? Nee, scheint nicht so. Aber gut, ein Diamant ist ein Diamant. Und da sind wir zufrieden damit. So. Ein paar Fackeln haben wir ja noch. Die Ecke hier hinten könnten wir mal ausleuchten. Ja, hier ist, glaube ich, nichts. Gut, und hier ist dann auch erstmal Schluss mit der Hölle, wie es aussieht. Überall blubbert die Lava, ne? Da oben, Leute, seht ihr das? Dieses blaue, diesen blauen Stuff, der da ist. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ah, scheint Opus wieder einer zu sein, wa?
Nee, diesmal sind es noch ein paar mehr. Drei Stück. Das wird es gewesen sein. Gut, ich werde mal die andere Spitzhacke nehmen. Gut, ein bisschen Eisen haben wir ja auch noch da, falls wir uns wirklich nochmal eine Eisenspitzhacke machen müssen. Aber ich glaube, wir können erstmal ganz schön zufrieden sein, ne? Hier ist nichts, sehen wir ja. Gehen wir auf der anderen Seite nochmal gucken. War auch noch eine Hexe, ne? Da nicht ins Feuer. Oh oh. Wir hatten Creeper Fahrstuhl. Hat er den Bogen gedroppt? Nee, ne? Ah, wer weiß, mit was der verzaubert war. Vielleicht Unendlichkeit. Das wäre natürlich auch nice, ne? Bräuchten wir uns nie wieder sorgen um... Gut, die Pfeile können wir nicht aufsammeln. Nur die eigenen, ne? Nur die eigenen, die daneben geflogen sind. Die nicht getroffen haben, die daneben getroffen haben. Der war schon angekratzt. Naja, 20 mal Schießpulver. Ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Ja, wir möchten uns ja, bevor wir dann ins End gehen, auch ein paar Raketen schon mal machen, ne? Dass wir da vielleicht auch ein bisschen fliegen können gleich. Irgendwo hatte ich ja noch Eisen gesehen, ne? Wo waren das? Irgendwo hatte ich Eisen gesehen. Da vorne. Da ist es. Ein einziges. Die Steinspitzhacke hat es geschafft. Da könnten wir uns aber eine neue machen. Ich hoffe, ich habe...
Die Frage hat sich erledigt. Ne? Wo habe ich denn die Werkbank stehen lassen? Hier habe ich die nicht gehabt. Ne? Das muss weiter vorne sein. Ja, das Schwert können wir wieder reparieren. Das wird nicht das Problem sein. Ganz kaputt gehen wird es uns nicht. Dann gucken wir mal. Irgendwo hier hatte ich die Werkbank stehen gehabt, ne? Ja, der wollte gerade explodieren. Hier ist das Bett. Hatte ich die wahrscheinlich gar nicht abgebaut hier, oder? Ich will halt nicht unbedingt alles mit der Eisenspitzhacke machen. Steht die noch hier? Jawohl. Gut, dann nehmen wir uns die jetzt mit. Ja, ich hätte so gleich. Ich bin ein Held. Hä? Wir wollten uns die Eisenspitzhacke machen. Ich bin ein Superheld. Eisenspitzhacken, Steinspitzhacken. Alter. Komm mal klar, Junge. So. Einmal, zweimal. Machen wir uns gleich zwei Stück. Wenn wir immer dabei sind. Zack und zack. So. Wie gesagt, Eisen und Kohle ist auf jeden Fall noch heiß begehrt. Wie viel Rottenfleisch haben wir? Ja, können wir auch wieder ein bisschen verkaufen, ne? Gut, ins Dunkle gehe ich jetzt nicht da hoch. Habe ich die Werkbank eingepackt? Ja. Ja. Das ist bei mir immer so eine Sache. Wir müssen futtern. Da sind Diamanten, Leute. Guck mal. Die sieht man auf den ersten Blick gar nicht, ne? Auf den zweiten dann erst. Die kommen natürlich noch mit. Sache ist natürlich die, ich muss vorsichtig sein. Wegen Lava. Nee, das ist falsche Spitzhacke. Wegen der Lava, ne? Nicht, dass die auf einmal hier runterkommt. So, dann haben wir 19 von den guten Freunden. Von den blauen, glänzenden Diamanten. Nice! Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft, ne? Da kommt Freude auf. Ich muss hier hoch, ne? Genau! Ein Stück, das ist schon eine schöne Menge erstmal. Zumal wir uns ja nicht alles craften müssen. Da wir uns ja ein bisschen was kaufen können. Und da würde ja sicherlich noch einiges dazukommen. Was wir von den Villagern holen können. Das werde ich dann wieder zwischen den Folgen machen, ein bisschen Smaragde verdienen, ne? Irgendwann sind wir reich. Dann brauchen wir uns da keine Sorgen mehr drum machen. Na, da oben geht es wahrscheinlich in den dunklen Bereich, aber
Gut, das haben wir jetzt nicht unbedingt notwendig. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, da gucken zu gehen. Das haben wir nicht unbedingt nötig. Ich muss hoch hier beim Wasser, ne? Glaube ich. Na komm. Geht's nicht? Alter, wie tief geht's denn hier noch runter? Nee, da hinten ist ein Zombie. Ich dachte auf den ersten Blick, das leuchtet so blau, ne? Aber das scheint ein Zombie zu sein. Aber da sind Diamanten, Leute. Da sind weitere Diamanten für uns. Let's go. Nice, nice. Das freut mich. Let's go. Spinnst wohl, was? Nicht mit mir, mein Freundchen. Ich habe Rückstoß auf dem Schwert, ne? Das macht sich einmal frei. Ansonsten wäre der eine oder andere bestimmt schon explodiert. So, die kommen noch mit. Die lassen wir hier nicht in der Höhle unten. Drei Stück auf jeden Fall. Viere sogar. Fünf. Sechs. Müssten wir... 26 haben, sind sogar 6, hä? Müssten wir 21 haben. 26, genau. Naja, Leute, da können wir auf jeden Fall zufrieden nach oben gehen, ne? Und uns noch ein bisschen Stein und ein bisschen Kohle mitnehmen. Da sehe ich schon mal die erste Kohle. So. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Aber besser mit der Steinspitzhacke. Die Löcher machen wir dann mal wieder zu. Ja, die ist jetzt irgendwo hier unten. Boah, ich dachte gerade, ich falle hier runter. Komm, wegen der Endkohle werden wir uns nicht in Gefahr begeben, abzustürzen und zu sterben. Den machen wir auf jeden Fall mal wieder zu. Können wir gleich das nehmen, was wir nicht brauchen. Inventar. So. Gut, wo habe ich ihn hier? Nehmen wir die noch. So. Sollte das Wasser ablaufen. Dann haben wir das Loch gestopft. So, mal gucken. Schauen uns hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen um. Eventuell würde ich mich auch noch mal ein bisschen strip meinen und euch dann nur die Highlights
reinschneiden, beziehungsweise das andere rausschneiden, wie man es will, ne? Wie man es nehmen will. Oder sehen will. Da ist auf jeden Fall Kohle, ne? Könnte ich mich ja hochbauen. Kann höchstens sein, dass uns ein bisschen Wasser entgegenkommt. Ja, sage ich doch. Da ist noch mehr Kohle, ne? Oh. Nee, komm. Das machen wir lieber wieder zu, das Loch. Und kümmern uns andersweitig. Nicht, dass wir noch was saufen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Naja, Leute, ich werde mir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Bruchstein abbauen. Hier könnten wir uns noch mal hochbauen. Ah, der ist abgestürzt. Der Grüne. Oder auch nicht. Alter, was mache ich denn? Das wollte ich machen. Gut, das war nur das eine Stück, hä? Naja, egal. Hat sich das Hochbauen gar nicht so richtig gelohnt? So, Kupfer brauchen wir nicht. Da haben wir über den Stack erstmal da. Was haben wir hier eigentlich noch? Das leuchtet doch da irgendwie. Ja, ein paar Erfahrungspunkte sind auch nicht schlecht. Solange das Schwert nicht kaputt geht. Ja, es sieht auf jeden Fall auch interessant aus da hinten. Scheint ziemlich viel Leuchtflechte zu sein, vielleicht auch ein bisschen Lava. Oh, hier, ne? Alter. Ja, ein bisschen Kohle haben wir ja, vielleicht sollten wir. Uns noch ein paar Fackeln machen. Hier wartet auf jeden Fall jede Menge Kohle auf uns.
würde mich da gerne rüberbauen, ne? Eisen ist da auch, Alter. Aufpassen, dass uns hier keiner runterschubst. Ich glaube, das Skelett hat uns noch nicht entdeckt. Ja, komm, die Kohle holen wir uns auf jeden Fall hier, ne? Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Könnten wir uns eigentlich auch eine Diamantschaufel machen? Der eine Diamant, ne? Die hält ein bisschen länger. Und das geht schneller. Ich habe die Hoffnung, dass sich hier noch Kohle versteckt, ne? Oder auch irgendwas anderes. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Soweit erstmal keine Kohle zu sehen hinter der Erde, ne? Aber vielleicht haben wir ja hier oben in der Höhle ein bisschen Glück. Fackeln haben wir bei der Hand. Okay. Da ist Eisen. Da auch. Und Kohle. Und wo ist die Spinne? Die ist, glaube ich, über uns. So. Ist, lohnt sich immer diagonal auch noch mal zu gucken. Was ist denn hier? Oh, guck mal hier. Nice, nice, nice. Überraschung. Das scheint noch ein richtig dickes Vorkommen zu sein. Acht Stück. Das passt. Hier geht's weiter. Ja, ich habe auch immer die Hoffnung, dass ich irgendwann mal einen Spawner entdecke, ne? Am besten einen Zombie-Spawner. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 28. Warte mal. 9. 18. 9. 18. 27 brauchen wir schon alleine für die drei Blöcke für einen Amboss. Und dann brauchen wir ja noch ein bisschen, ne? Zwei auf jeden Fall noch für unten, für den Fuß. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
So, warte mal, irgendwo hier weiter oben, da leuchtet auch welches. Komme ich da jetzt am besten hoch, ohne dass ich mich hochbauen muss? So, eine haben wir noch. Ja gut, komm, ich nehme Diorit, dann können wir uns auch mit dem Diorit hier hochbauen. Da braucht man nicht so lange Faxen machen. So. Okay, hier wird schön ausgeleuchtet. Ja, Leute, da ist ja schon wieder etliche Zeit vergangen hier, ne? Da werden wir uns wohl noch höchstwahrscheinlich eine Folge aufhalten hier in der Höhle. Ja, komm, macht euch gegenseitig Platz. Ja, der nächste. Ja, nehmt das Skelett hoch. Ja, ihr seid klasse. Da kommt der nächste Kollege, glaube ich. Alter, gut, dass wir hier geguckt haben, ne? Das ist eine Goldgrube. Nur ohne Gold. Da ist noch mehr Kohle. Gut, und dann würde ich fast sagen, dass wir, wenn ich die Kohle hier abgebaut habe, dass wir dann in den Feierabend gehen und doch noch mal eine Folge hier bleiben. Ich glaube, dass das schon kein verkehrter Gedanke ist, weil dann können wir uns noch ein bisschen mitnehmen. Ne? Dann hat sich wenigstens gleich mal so ziemlich, also hat sich auf jeden Fall mal richtig gelohnt, ne? Sage ich mal so. Ich meine, mehr kann es immer sein, ne? Ganz klar, aber so schlecht sieht es ja bis jetzt nicht aus. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir noch eine Folge hier unten in der Höhle verbringen werden. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, ne? Wenn das so ist, ihr wisst das, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen, weil du dann nichts verpassen kannst auf meinem Kanal. Wenn du zusätzlich noch das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit sofort benachrichtigt und das auch noch völlig kostenlos, ne? Wer möchte nicht was kostenlos haben? Bleibt mir gesund und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann hier unten wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.